Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Arsch. Hier ist unser Vieren hergekauft. Ist etwas schmutzig, aber was soll's, ne? Keine große Zeit. Verkaufen wir gleich. Und wir kaufen einen neuen. Etwas größeren. Da ich merke, dass wir so viele Schweine haben, dass wir echt Probleme haben, die alle zu verkaufen. Und zwar ein Mod, wo wir recht viele Tiere kriegen, 100, ne, 4, und zwar 64 Schweine. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Denkt man eher nicht, aber machen wir eine Ausnahme. Sonst kommen wir in der Zeit nicht mehr klar. So, wir kaufen den mal gleich, mal gucken, was wir machen können. Ja, die Reifen können wir ändern. So, Trelleborg, Michelin und Lizard. Der Rest, ja, die Felgenfarbe könnten wir machen, ne? Blau. Und der Rest, ja, geht nicht. Braucht 430 PS. Würde ich gern glauben. Also, wir sind mitten in der Halle, ne? Also, keine Panik. Wir werden hier gut über draußen hingestellt, ne? Und zwar kaufen. Und zurück. Ups, er ist draußen. Von Geisterhand. Da haben wir ihn. Ob die Neuerungschaft gut ist, werden wir gleich sehen, ne? Da scheint ein bisschen schon Geräuschsprung zu sein. Oder die Textur ist vielleicht ein bisschen schlecht. Okay. Von Weitem geht's. Kann ich nicht so beurteilen. Hauptsache er funktioniert einigermaßen. Beziehungsweise er muss funktionieren. Das ist ärgerlich, ne? So. Da haben wir vier Anhänger. Das kann man schon. Haben wir so ein Schwein, ne? Neu zu Hause. Beziehungsweise eine Taxi mit zwei Etagen. So, 64, ganz schön heftig, ne? Aber wir wollen hier ein bisschen was schaffen. So. Geht nicht anders. Ja. Ja, genau. Schweine weg. Schweine wieder rein im Stall. Alle Tiere füttern noch heute. Ich muss überlegen, wir müssen den Flug in Gang bringen. Also erstmal fahren wir den Stall ran. Und da werden wir einen Flug auf Restarbeiten durchführen. Und dann werden wir gleich kurz nachdenken. Werden wir gleich den Feld 8 zuführen lassen. Damit wir nachher gleich noch den Schluss. Lange Fackeln, die wir jetzt hinstellen und warten. Wir können ja die Anhänger nicht voll stehen lassen. Das geht ja nicht mehr. So. So, wo ist der Traktor? Da. Ja, dann werden wir gleich mal die Stellen ein bisschen ausbessern. Fangen wir gleich mal hier in der Ecke an. Dazu wollen wir kurz gucken, klar genommen. Ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen viel stehen lassen. Also, aber mit Schaf geht es auch nicht. Und dann würde er im Prinzip die, ja, auch nicht so gut arbeiten, also ganz vorsichtig. So. Aber mit Absicht keine Felderstellung, weil sonst würden wir hier am Deich sofort einen neuen Acker kriegen, ne? Wollen wir
solange hier den Acker so belassen wird. Also ja, vom Flug zu ziehen heißt schon was, ne? Also das ist schon ein großer Glas, ne? Also kräftiger Glas. Aber ich muss noch vorher fühlen, dass man ja am Ende sagen kann, okay, wir haben geflügt und ich bin 10% verloren. Und dann hauen wir hier einen Hopfen rein. In die Erde, der aktuelle Bodentemperatur ist plus 4. Sollte bald soweit sein, dass wir 5 haben, dann können wir das gleich machen. Durch sein, ne? Ja, da haben wir ein Schweine, also können wir noch einiges im Fleisch verkaufen. Also heute Nacht muss der Bissen noch gekommen sein. Spiegel. Wir brauchen keine Viehzucht. Anführungszeichen Viehzucht mit Futter und so. Ne? Wenn ich einen Stall Futter einstelle, dann kommt keine Rinder. Geht nicht. Das ist nicht logisch. Ich kann zwar als Jäger sagen, okay, ich versuche mal die Wildschweine zu kriegen, die im Wald so rumlaufen, ne? Das kann man machen. Weil ich bin auch ein Auerochsen, den es da gibt, ne? Oder früher mal gehabt, ne? Jetzt auf den Boden nehmen. Gut. Also 100% muss nicht gemacht werden, aber höchstens einen großen Teil, dass man da sagen kann, okay, wir haben etwas überwiegend gut geflügt. Ne? Ja, Freude abgemacht, aber morgen erst. Morgen hingehen. Also heute darf noch mal einmal wachsen. Wir könnten heute schon mähen, aber das lassen wir lieber. Ja, das globale Markt finde ich super, das klappt gut. Dreimal die erste kaufen kann. Leider war ich da ein bisschen zu langsam, beziehungsweise war zu geizig. Ruckzuck waren die 4.000 weg. Ich habe 70.000 gekauft, denke mal, das reicht ja, machst du 70.000, vielleicht zum Weizen auch noch dazu, dann machst du halt, ja, beide Hänger voll und dann kannst du losdüsen, ne? Aber kein sowas. Das Weizen war auch noch gewesen, also ich bin mir ganz sicher. Jedenfalls, also stark genutzt. Weiß gar nicht wer. Da stehen noch Rüben, der Rest. Verfault. Klar, logisch. Verfroren, ne? Ja, ein bisschen viel was stehen lassen würde. Ja, ich glaube, das ist zu kurven, ne? Mit dem, ja, die kleinen Felder sind im großen Flugwerk vielleicht nicht so günstig, ne? Also beim Betten ja im Prinzip so einen riesigen Verlust haben, ne? Muss ja die Bäume wegnehmen, dann können wir zusammenlegen, ne? Haben wir große Felder haben wollen, von denen wir die Felder haben. Ja, heute haben wir ein bisschen Dunst, ne?
bisschen nach links. Ja, heute ist Freitag. Ja, abends, ne? Um rechts ist Zeit, in aller Zeit 18.32 Uhr. Schon wieder die Woche vorbei. Gerade ja 3 Tage Urlaub gehabt. Aufgrund der Corona-Krise, in Anführungszeichen. Ja, da war ein Tag früher anfangen können zu arbeiten. Also, ich habe telefoniert gehört. Gut, habe ich so gedacht, was soll's. Ja. Gehst Freitag arbeiten. Bin ja gespannt, wie morgen, nächste Woche Material kommt. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Das ist nicht verkehrt, nicht funktionieren. Ja, mal schauen. Irgendwie mal über die Runden kommen. Die Tür lang. Die Lautsprecher muss ein bisschen dichter ran, aber es muss gleich gehen. So, Verluste haben wir ungefähr bei 4%. Tränentechnisch. So. Das müsste passen, ne? Bitrate ist aktuell bei 19.000. Ich habe ja flexible Bitrate. Das heißt, bei Bedarf macht er weniger und bei Bedarf mehr. Kann aber auch Probleme geben in der, ja, in der Berechnung. Na, kommt doch gut herum. Kommt doch rum. Schlecht, ne? Dann wäre Feld Nummer 17 auffällig. Ja, Feld 18 noch flügen. Ja, hat er heute Zeit, ne? Dann noch ist es zu kalt. Hier soll Hopfen reichen. Also 2 Felder mit Hopfen müsste eigentlich ganz gut hinkommen. Ne? Mal schauen. Naja, wird nicht ganz eigentlich. Jünger kann man global auch gleich gut verdienen. So. Ja, wir fliegen weiter, ne? Und sehen wir so zu, dass wir das hinkriegen. Dann fangen wir hier vorne an mit Berechnen. Müssen mal was anderes probieren. Das klappt, weiß ich auch nicht. Ganz kurz. Ach, Baum weg. Die Bäume geflogen. So. Schauen wir mal. Also Feldbearbeitung. Erstmal den alten Kurs. Ist schon gelöscht. Okay. 18. Ja, Vorgewende, ja. Wir müssen im Prinzip. Da tun wir um. Ne, doch nicht ganz. Vorgewende. Überlegen wir jetzt. Das sind die Bäume, ne? 6. Rundherum. Enges Feld. Kurze Seiten. Ein neuer Modus mit kurzen Seiten. Ob das klappt, das weiß ich nicht. Kreisförmig, spiralförmig, hoch runter. In kurzen Seiten müsste eigentlich hier und dann Rest so. Ob das klappt, ich probiere es aus. Mehr kann man nicht tun. Automatisch 6, machen wir ruhig 8. Weil ich befürchte hier beim Wenden. Da sind Bäume. Und hier sind auch noch Bäume. Mal gucken. Wird so nicht funktionieren, weil da. Ne, da ist ja auch Problem. Also geht so nicht. Rundherum, enges Feld.
Uhrzeiger sein. Mal schauen, wie es aussieht. Das ist, weiß nicht. Kurze Seiten. Machen wir alten Modus rundherum. 8 Stück. Die scharf und weich. Die machen wir rund das mal. Und dann gehen wir hier von der Breite ein bisschen weniger, damit wir hier die Kurven ein bisschen mehr vielleicht mal ein bisschen Glück, Anführungszeichen, ein bisschen. Ja, da könnten wir eigentlich die Breite auf 10 noch was nehmen. Das kann gar nicht so schwer sein. Nicht mal sehen, rund. Das ist die ganze Ecke nicht, ne? Ich muss da wieder nacharbeiten. Dann gebe ich hier ein bisschen Seite, eben schmaler. Gehen wir hier einen Meter weniger, 9,5. Dass wir vielleicht hier ein bisschen weniger Verlust haben. So. Auf gut Glück, ne? Und wie werden wir uns die Schweine kümmern, dass sie zum Schlachter kommen, ne? Wir laufen mal ganz kurz rüber. So, liebe Zuschauer, das Zuschauer. Das soll es jetzt für heute gewesen sein. Dann noch tschüss und wir gelingen und ciao. Ja, es geht gleich weiter mit den Tieroflan. Dann geht's weiter und schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.